Moin Moin Leute, hier ist Janis und willkommen zu Let's Play One Piece Turtles japanische Version. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Und zwar sind die neuen Inseln da, und zwar die Kimono-Piraten Nummer 1 und Nummer 2. Also da sind wir ganz gut weggekommen. Heute ist anscheinend Mihawk. The fuck? Heute ist Mittwoch. Warum ist denn... Ah ja, stimmt, wegen dem Event. Genau, logisch. Okay. So. Wir haben ein bisschen im Livestream gestern was gemacht, aber erstmal werden wir ein bisschen die Bücher koordinieren. Ja, das ist jetzt die große Frage, wo kommt das Ganze rein? Sengoku will ich auf so einem hohen Level wie möglich haben, trotzdem. Ach komm. Packen wir die da rein. Meine Güte. Ne? Tut ja nun nicht wirklich weh. Packen wir mal eine Turtle mit rein. Fürs gute Glück. Zack. Und fürs Level Up Level 52 ist er damit. Ja. Und dann sind wir auch gleich durch. So. Danke dafür. Okay. Das will ich jetzt Mihawk machen. Wie gesagt, Mihawk ein paar Sockel wären gar nicht schlecht. Das Ding ist, ich musste mir dann eben wieder ein Team dafür zusammenstellen. Und ja, das will ich jetzt im Part selber nicht machen. Das können wir aber später machen. Denn ich will auf etwas viel Interessanteres raus. Nämlich die Kimono. Piraten, also die Kimono Straw Hats, denn da wir ja den kostenlos den Kimono Sanji bekommen, ist das irgendwie schon fast die Bestätigung, dass wir die Kimono Piraten 1 und 2 auch auf global bekommen, auch so gegen Neujahr würde ich jetzt schätzen, wenn die Crocodile Insel weg ist. Ob wir beide bekommen, 1 und 2, weiß ich nicht, aber eine von den beiden werden wir auf jeden Fall bekommen. Ja, ich habe bis jetzt die 15 Stamina-Version noch nicht hinbekommen, einfach weil die letzte Stage ein bisschen heftig ist. Ich gehe da meistens mit einem Garb-Team rein, das werden wir jetzt auch nochmal machen. Wie gesagt, die 10 Stamina-Version, die 15 ist wirklich... Chopper ist einfach zu OP am Ende. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt einen Chopper auf der Stage, das heißt, das wird die große Mission sein, den Chopper von der Stage zu bekommen. Und dann richtig zu feiern. So. Ja, das Problem ist jetzt auch, falls ihr den Part seht, ist gerade Blackbeard auf global draußen. Das Problem wird sein, dass ich gerade gemerkt habe, dass ich nicht wirklich viel Zeit habe für den Guide. Deshalb muss das vielleicht so bei den zwei Videos bleiben oder drei. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich hier vorbereitet habe. Weil ich eigentlich einfach keine Zeit mehr habe. Ich bin jetzt ein bisschen in Zeitdruck, nämlich. Da ich noch die Silvester-Einkäufe tätigen muss. Und deshalb muss ich gucken, ob ich das heute noch hinbekomme, das mit dem Hochladen. Sonst müssen wir das ein anderes Mal machen. Aber da gibt es auch genug Guides draußen für, hoffe ich. Ich habe für die 30 Stamina-Guides draußen, die könnt ihr euch angucken. Und sonst, ich sag ja mal, Yosu braucht ihr Einheiten mit hohen Leben und hoher ATK. Und dann braucht ihr am Ende noch für die wenn Blackbeard unter 20% ist, braucht ihr noch einen Healer am besten. Da empfehle ich immer Brook oder falls es ja Boar, einfach für diesen garantierten Heal. So, das ist eigentlich auch so die größten Tipps, die ich dazu geben kann mit dem Yosu-Team bei Blackbeard. Wie gesagt, ihr müsstet normalerweise, wenn ihr auf der 50%-Grenze seid, ungefähr, also wenn ihr die noch nicht überstritten habt, seine 50% Leben, dann müsst ihr einfach so lange Orbs sammeln, wie es geht und so wenig Damage machen. Das ist eigentlich relativ simpel. Ihr misst einfach jedes Mal, dass ihr ihn nicht auf 49% bringt in dem Sinne, weil dann macht ihr ja schon seinen Despair mit jedem Angriff. Ihr wolltet diese 6000 Damage nehmen und wenn ihr ihn unter diese 50% bringt in den Zug, dann wollt ihr so viele blaue Orbs wie möglich haben und natürlich Kaku ready. Kaku ist da auch wichtig für das Team, einfach damit ihr den Burst-Schaden auch rausbekommt. Also, auf die unterste Reihe würde ich dann immer entweder, also, wenn ihr Boar habt, dann würde ich da Boar Brook hinsetzen. Und wenn ihr keine Boar habt, würde ich da unten zum Beispiel Brook und, ja, ein bisschen Orb-Changer, oder zum Beispiel so ein Touch, der dann die Speed-Orbs boostet, also das Auftreten von Speed-Orbs erhöht. Das ist auch nochmal so eine ganz große Hilfe für den Fight. Ivankov ist auch da ganz gut als Subunit da unten, weil das macht sich nicht wirklich viel, wenn die da groß gelockt wird, macht das nicht wirklich viel aus, aber da müsste ich dann wirklich sagen, wenn ihr Ivankov benutzen wollt,
dann einfach doch die entwickelte Version haben. Das ist dann schon sicherer. Und die... Oh, verdammt. Und die 30er-Version, die geht sehr, sehr einfach mit Yuzu. Ihr müsst da einfach nur durchlaufen. Wie gesagt, falls ihr nur einmal Blackbeard farmen wollt, ist das Ganze relativ simpel. Und falls ihr den mehrmals haben wollt, dann ja, wird das auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Dann würde ich nämlich euch raten, die 40-Stamina-Version zu farmen. So. Kimono Robin! Oh! Zack! Yes! Oh! Okay, erste Kimono-Einheit ist da. Chopper wäre mir zwar lieber gewesen, aber den bekommen wir trotzdem bestimmt nochmal zusammen. Yes! Kimono Robin. Ich war auf der deutschen Facebook-Fanseite und... Leute, please. Ich habe das Bild gesehen. Das einzigste Thema in den Kommentaren. Warum hat sie da keine Titten drauf? Leute, wir sind doch ja alle zivilisierte Jungs, ja? Man nennt das Brüste. So. Weiter geht's. So. Okay. Dann machen wir das Ganze normal, würde ich sagen. Aber das Ding ist halt, ich muss wirklich... Ich werde mal zweimal meine Box vergrößern, einfach weil ich den Platz brauche. Ist ja gut, dass das Sugofest ist. Aber... Das... Ja, gut, doch, ich muss zweimal die Charakterbox erweitern. Bis dahin habe ich auch wieder die Gems voll. Wie gesagt, zur Not bei ich noch ein paar dazu. Ich weiß nicht, ob ich... Wie gesagt, ich war schon ein bisschen wieder mit dem Gedanken am Spielen, ob ich das vielleicht machen sollte. Und wie gesagt, da sprach relativ wenig dagegen. Aber das Ding ist halt wirklich... Das wird dann auch nur so nebenbei passieren, dieses Pullen. Natürlich wird ein Video davon hochgeladen, logisch. Aber das wird so nebenbei passieren. Das, ja, das größte Event wird halt Doflamingo Farm, ne? Und da wird halt auch die meiste Zeit für drauf gehen. So, mit dem Garb-Team lief das gut. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir ein Mihawk-Team. Wir haben auf der Stage einmal einen Zorro. Also der Zorro ist, glaube ich, grün, soweit ich weiß. Oh, jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Zorro war, glaube ich, grün, Chopper war rot und Robin ist gelb. Das heißt, wir wollen ein... Robin ist lila, deshalb brauchen wir gelb. Also wir brauchen ein gelb-blau-rot-Team. Also wir brauchen ein Regenbogen-Team mit gelb, blau und rot. Also Mihawk, gelb haben wir drin, blau haben wir drin und es fehlt rot. Also Arlong da reinklappen. Kloppen, nicht klappen, reinklappen. Ja, der hat auch so viel Damage, das ist wirklich hart. Arlong, finde ich, ist immer noch einer der besten Units, deshalb sollte man die auch wirklich gefarmt haben, das ist echt... Ich meine, das ist so gut, ne? Das kann man auch, glaube ich, schwer bestreiten irgendwie. So, ich werde jetzt nochmal eben gucken, ob ich nicht noch eine bessere Psy-Slasher habe. Gucken wir das Ganze nochmal eben an. Das ist ein Striker, obwohl er später nachher ziemlich legit. So, sonst noch irgendwie. Ich gucke gerade, aber sieht nicht so aus. Nope. Okay, dann begeben wir uns so da rein. Wirklich, das sollten die besten Stats sein, die wir da möglich haben. 10er. Und dann weiß ich nicht, vielleicht machen wir gleich auch nochmal die 15er. Mal schauen, ich gehe mal in Level 45er rein. Einfach weil ich denke, dass das nicht so eine große Herausforderung sein wird. So, wir hoffen natürlich immer noch auf den Chopper Drop. Auch wenn es der Buff Chopper ist, also der Stiernacken Chopper, sagen wir es mal so. Der große Chopper. Trotzdem will ich den natürlich hier auf der Version haben. Und dann am besten, wenn er zu Global kommt, will ich den natürlich auch haben. Einfach damit ich alle Versionen wieder beisammen habe. Auch interessant, welche Units hier ausgewählt werden. Also ihr seht ja immer, hier vorne sind Units. Alle Units können dabei droppen auf diesen Stages. Das Gute war, dass bei Kimono 1 zum Beispiel auch Mr. 2 dabei war, den ich immer noch nicht habe, by the way. Obwohl ich schon so viel beim Zugo gezogen habe, insgesamt. Ja, also das ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Also die sind alle keine schlechten Units hier vorne. Und ihr seht, wie gesagt, den Damage... Den wir raushauen, ist schon massiv und deshalb sollte diese Insel sehr, sehr schnell vorbei sein. Ja, die beiden Inseln gefahren mir gut, die Kimono Stages. Mihawk muss ich jetzt gucken, wie ich den noch mache oder ob ich den überhaupt noch mache.
das ist jetzt gerade nicht meine Priorität. Ich will wirklich so viel wie möglich beim Zugofest pullen. Ich will einfach zum Beispiel Sugar haben. Sugar hat eine sehr, sehr interessante Fähigkeit, die wollte ich jetzt nochmal sagen. Ihr Special ist, wenn jemand unter 30% ist, schaltet sie den komplett aus. Das ist so heftig. Ich weiß noch nicht, wie die das implementieren wollen, ja? Aber jemanden auf minus 30% einfach ausschalten, dass er nicht angreifen kann, keine Fähigkeit machen kann, das scheint für mich viel zu OP für ein Special. Aber wir werden sehen, wie das Ganze... Ja, also ich schnupper da ein bisschen OP. Also, One Piece, aber... Komm! Ah, verdammt. Wäre auch zu schön gewesen. So, jetzt nochmal die Robin hier auf ein Stage. Ich denke, dass... Sanji ist der Secret Boss, denke ich mal. Weil bis jetzt habe ich immer nur diese Konstellation gesehen. Zoro, Chopper und Robin. Die drei habe ich bis jetzt immer gesehen. So, ich denke, das lief relativ gut. Das heißt, wir machen jetzt nochmal die 15 Stamina Insel. So, also versuchen nochmal die 15 Stamina-Insel. Das lief mit dem Mihawk-Team relativ gut. Es kann jetzt sein, dass ich total abkacke. Das war nämlich relativ schwer, wie ich schon angesprochen habe. Ne? Ja, also die Planung wird dann wirklich am Endeffekt darin liegen, dass ich so viel wie möglich fürs Zugofest sparen werde an Gems. Dann hoffentlich wir das erreichen. Da werde ich gleich nochmal eben einen Zwischenstand durchgeben. Ja, an der Zahl, die wir da erreicht haben oder wobei der Counter gerade steht. Gucken wir uns gleich an. Ich kann euch ja noch sagen, also wie gesagt, ich denke mal, dass wir das Ganze erreichen. Ganz einfach, weil wir schon bei einer relativ hohen Zahl sind. Wir haben auf jeden Fall, als ich das letzte Mal geguckt habe, schon das, das zweite oder dritte Ziel, ich glaube, das zweite Ziel abgeschossen, also bei 400.000 waren wir schon und das Ganze, das läuft für ungefähr 24 Stunden. Wir haben dafür bis zum 1.1. Zeit, das heißt, ich denke, wir werden so genau die 1 Million knacken, denn ich denke, wir werden im Endeffekt dann doch um die 1,2 Millionen rechnerisch bekommen. Das Problem ist aber immer, gegen die letzten Tage wird das dann immer weniger, normalerweise, weil es immer abnehmend ist, weil die meisten schon auf den Link geklickt haben. Deshalb rechne ich wirklich mit ungefähr 1 Million Klicks. Und nicht vergessen, die werden anscheinend gezählt jeden Tag, also jeden Tag wird das Video resettet. Das heißt, ihr müsstet da eigentlich jeden Tag raufgehen, so wie ich das mitbekommen habe. Damit wir die meisten Votes zusammen bekommen. Also kann theoretisch jeder nochmal 3 Votes sogar abgeben. Also, ich denke, das Ganze ist möglich. Definitiv im Rahmen der Möglichkeiten gehalten. Finde ich aber auch gut, die sollten da wirklich nicht so Ziele setzen, die unerreichbar sind. Das ist einfach nur... Okay, jetzt ist Robin... Also, hier ist Robin vor der Stage. Das ist auch mal gut zu wissen. Hier habe ich zum Beispiel noch nicht das Coffin Boat, deshalb... bekommen wir noch relativ viel Recovery. Die letzte Stage ist immer die schwierigste. Das ist mein größtes Problem hier. Einfach da Chopper so viel Schaden macht. Ihr glaubt das nicht. Selbst für eine 15 Stamina ist das noch richtig, richtig viel. Also ist das richtig, richtig viel Damage, der macht. So, jetzt kommt nochmal die Fähigkeit, die aktiviert, ein bisschen Damage rein. Und zwar ein bisschen, 5000 und Bomben. Oh, das wird ein Spektakel. Zack. Mein Skill. So. Chopper hat noch 3 Runden. So, ich nehme mal eben den Meat Orb hier auf. So, ich will da aber nach oben, danke. Das lief ja jetzt gut. Und die Bombe, die geht auch noch auf uns. Wie viel macht die? 1000. Das Ganze wird echt knapp. Ich denke, also das Ding ist, ich werde es nicht überleben. Aus dem Grund, dass Chopper gleich angreifen wird. Und ich werde euch gleich zeigen, oder ihr werdet gleich sehen, wie das Ganze denn aussieht. Oh, Alter, ich habe 183 Leben. Ich werde jetzt sowieso nach dieser Runde sterben wegen dem Gift. Ja, also ein Turn, wenn ich einen Turn noch gestallt hätte, dann hätte ich das Ganze... dann hätte ich es auch nicht geschafft, weil ich dann durch
Ja gut, hätte ich vielleicht einen Angriff durch Usopp nicht bekommen. Also auf jeden Fall schaffe ich das. Also sollte ich das noch schaffen. Ja, also beim nächsten Run denn. Einfach mehr, ein bisschen mehr zu stallen. Oh. Nein! 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 Bullshit! Da hat gar kein Leben mehr! Der hat gar kein Leben mehr! What the fuck? The fuck? Der hatte doch gar kein Leben mehr! Ihr seht die Leiste noch, die ist leer. Da ist kein einziges Fitzelchen Leben mehr drinne. Bullshit. Ah! Das gibt's nicht. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut schaffbar. Das stimmt schon. Ja. Wie? Oh ja, gut, wir sind schon bei 15 Minuten. Scheiß drauf, wir machen das jetzt nochmal. Jetzt bin ich sauer, jetzt will ich das schaffen. So. Und wir stalken jetzt mal ein bisschen mehr. So, kein Bock mehr. Jetzt geht's denen an den Kragen, der 15 Stamina-Version. Meine Güte, ey. So. Die Knöchel werden geknackst. Weiter geht's hier. So, so viele Runden wie möglich raus, und nicht vergessen. Zack. Huh, okay. Stallen to the max. Alles, was geht, stallen. Ich dachte erst, wir kommen da ohne Stallen durch, aber nein. So einfach geht das Ganze nicht. Zack. Hier ist Pompom. Da. Ich glaube, kann das sein, dass die eine 1%ige Chance haben oder so, dass sie droppen? Ich glaube, irgend sowas war das. Irgend sowas wurde mir erzählt. So, und einmal noch hier den Pinguin, dankeschön. Und dann gucken wir nochmal, wie viel die Turtle aushält. Auf jeden Fall hoffentlich mehr als da eben. So, zack, okay, das ist gut. Das reicht, da können wir definitiv genug unten raus. So, sammeln wir uns auch nochmal ein paar Orbs zusammen. Hoffentlich für die, für, also mindestens für Robin. Gut, hier wird dann unsere ganze Strategie schon mal wieder rausgebracht oder zum Fenster rausgeworfen. Zack. So, hier bleiben wir stehen. Lassen wir uns von der Turtle. Ich weiß nicht, lassen wir uns von der Turtle angreifen. Ich weiß nicht. So, wir haben uns ja relativ voll geheilt. Ja, komm. Lass sie angreifen. Damit wir wirklich die volle Anzahl von Runden genießen können. Okay, wir heilen uns nochmal. Egal, ob es da jetzt eine Runde flöten geht, trotzdem sind wir dann fast wieder beim Maximum. 5 von 7. Können wir hier nochmal irgendwo dran stallen? Ja. Und zwar an den in der Mitte, da sie ja sicher anscheinend nur einen Buff gibt, wie wir da eben gesehen haben. Ey. Nicht cool. Warum springst du da jetzt schon rüber? Naja, okay. Lassen wir jetzt mal von den beiden da angreifen. So, es sind 2400. Danke, dass kein Recovery Orb kommt, aber naja. Dafür soll das Ganze ja trotzdem laufen. Zack. So, der eine ist davon sogar gedroppt. So, jetzt sind wir bei Robin. Oh, was? Oh, das war aber dann preemptive. Okay, gut. Da müssen wir jetzt eben so ein bisschen drauf hinarbeiten. Dass wir erstens alle Züge rausholen, aber trotzdem noch nicht mehr angegriffen werden von ihr. Sag mir nicht, die macht jetzt nochmal Damage. Oder dass ich die auf über 50% gelassen haben sollte. Okay, gut, den macht sie noch nicht richtig. Ja, gut. Okay. Noch sind wir in der Safe Zone. Yes. Super. Puh. So, wir haben Grum Pound ready. Wir haben noch relativ viel Leben. Yes, das sollte laufen. Das Ding ist, auf irgendeiner Stage entfernt der hier Debuffs, richtig? Aber ich weiß nicht, auf welcher. Da hätte ich jetzt eben aufpassen sollen. Egal, wir setzen mal Golden Pound ein. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal so. So, ich habe auch einen roten Orb. Das ist das Gute. Hier. Okay, super. Da habe ich natürlich gemisst.
Das ist das Schlechte hier. Aber wir sind safe, okay. Usopp ist weg. Schade, dass der gedroppt ist. Jetzt kann nämlich Chopper nicht mehr droppen. Und jetzt setzt er seinen Cooldown ja auf 1. Das war mir schon klar, dass er das macht. Und deshalb werden wir jetzt einfach alles so schnell wie möglich geht raushauen. So, du machst jetzt nicht mehr als 5. Fuck! Mann, ey! Das gibt es nicht! Okay, ich hätte den Golden Pound das Spiel da zünden müssen, aber trotzdem, what the fuck? Oh, Mann, ey, das ist echt eine relativ komplizierte Kimono-Runde. Also, die erste war nicht so schwierig. Boah, das ist echt zum Kotzen. Nee, danke, jo. Chopper wäre sowieso nicht gedroppt. Also, pff, scheiß auf den Run, Alter. Chopper wäre ja sowieso nicht gedroppt. So, wir haben 9 Keys. Ich weiß gar nicht warum, aber okay. Achso, die gab es, glaube ich, wegen dem Event. Apropos Event, da gucken wir nochmal eben vorbei. Da ist das nämlich. Und jetzt kommen wir auf den Link und dann werden wir gleich zu meinem Browser gesendet. Und dann können wir in Aktuellzeit den Stand angucken. Wir sind bei 551.000 und 337. Am Ende steht sogar Lead gerade. Das ist doch passend. Naja. Also 551.337. Wenn das mal keine Zahl ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hau mir jetzt noch ein paar Mal in die Fresse dafür, dass ich die Stage da eben verhauen habe. Na, kleiner Spaß. Aber ich denke, das sollte ich hinbekommen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wie immer, falls euch diese Folge gefallen hat, den Daumen nach oben drücken. So weiß ich, dass euch das Ganze gefällt. Und ja, Überlänge war heute wieder ein bisschen, aber ich wollte halt wirklich gewinnen und dann habe ich alles verloren. Naja, ja, in die Kommentare noch ein bisschen was schreiben. Vielleicht sogar noch einen kleinen Tipp am Ende, wie ich die Insel ein bisschen leichter hinbekomme. Wie gesagt, die 30. Samina, die will ich mir gar nicht vorstellen, wie schwierig die ist. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu abonnieren, dann seid ihr mal auf dem neuesten Stand mit den neuesten Videos. Bis dann, Leute, und ciao. Nochmal ein kleiner Tipp zum Ende. Ihr müsst einfach nur Golden Pwn einsetzen, wenn, ja, Chopper sich gerade den Buff gegeben hat, also dass er seinen Cooldown auf 1 macht, dann einsetzen und dann habt ihr 4 Runden, um den zu besiegen. Schwupps, habt ihr die 15 Stamina-Insel fertig. Gut, da hätte ich auch selber drauf kommen können oder bei den ersten Mal schon drauf kommen können, aber naja. Da gibt es einen extra Titel für, wieder einen Fanplatz. Wie gesagt, ihr könnt euch immer noch adden, sind noch genug Plätze frei. Aber das ist jetzt wirklich das Ende. Bis denn!